Upsala. Ja. So. Wir wollen jetzt mal hier das Pokémon retten. Willkommen im Schlummerwald. Hallo, Wolli. Mist, wo ist das bloß hin? Da fragst du mich. Oh Mann, und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Wieso wir? Hallo? Ups. Ein Eichhörnchen. Komm. Zweitstoß. Bam. Oh. Kein One-Hit-Wonder, ey. Was geht? Dann nochmal. Ding. So. So, Erfahrung. Jetzt können wir mal hier weiter. Zack. Lalalala, durch den Wald, durch den... Oh. Noch ein Pokémon. Kampf. Zweigstoß. Zack. Nicht sehr effektiv. Okay, dann machen wir. Klapp, ein Kratzer. Und Smash. Und down ist er. So, weiter im Wald. Ja. Hast du das eben auch gehört? War das ein Pokémon-Ruf? Los geht es. Kampf. Zweigstoß. Doing. Ja, meine Verteidigung ist gesenkt worden. Bringt dir leider nichts, da du jetzt kaputt gegangen bist. Dun, 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 dun. Wo müssen wir denn hin? Hallo? Hier im Nebel. Beeilung, Silas. Ich mache mir riesige Sorgen um Wolli. Und er verschwindet in nichts. Es wird immer dunkler. Nebeliger. Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier rausekeln. Was ist das? Ja, Fragezeichen erscheint. Genau. Kampf. Erstmal hauen wir dem mal hier ein Heuler rein. Flupp! Keine Wirkung. Ja. Was zum... Die Attacke war völlig wirkungslos. Ja, war sie. Deswegen machen wir jetzt mal hier... einen Kratzer. Zack! Zeigt keine Wirkung. Uff, jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Alles in Ordnung bei dir, Zillis? Ich hau ab. Aus Un... Nee, toll, geht nicht. Witzig. Ja. Soll ich denn gegen einen Geist gewinnen? Oder was auch immer das ist? Ich sehe überhaupt nichts.
Doch, ich sehe noch. Etwas. Noch steht er da, oder? Nein, jetzt sehe ich auch nichts mehr. Okay. Dilion, wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht, da musste ich euch einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wolli? Er hatte sich im Wald verlaufen und wir wollten es retten. Deswegen sind wir überhaupt hier. Dem geht's gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, wart ihr alle bewusstlos. Hört mal, auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war, ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft. Einfach loszustürmen, ohne mir Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch lassen. Ja, zum Glück ging alles nochmal gut aus. Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos, aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Naja, Ende gut, alles gut. Moment. Welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Dilion. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde alles durch es durchgehen. Diese Attacken sind durch es durchgegangen? Im Schlummerwald soll es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen? Oder war das nur eine Illusion? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat in euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es dann eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften. Aber jetzt sollten wir erstmal wieder umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt. Dilion hat uns zwar eine kleine Standpauke gehalten, aber das war mir dieses Abenteuer absolut wert. Nee, das wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hopp. Bevor wir nach Brassbury gehen, solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid sagen. Nicht, dass du zu Hause noch Ärger bekommst. Eine Standpauke pro Tag reicht dicke. Echt jetzt? Wo ist sie denn hier? Da. So. Oh, das ist ja mal ein süßes Chimpep. Ihr wollt nach Brassbury, um euch einen Pokédex zu besorgen, nicht wahr? Dilion hat mir schon davon erzählt. Hier, ein kleines Taschengeld für meinen großen Sohn. Kauf dir davon im Pokémon Center ein paar Tränke und was du sonst noch so brauchst. Und kümmere dich gut um dein Chimpep. Chimpep. Vergiss nie, wie sehr es sich für dich anstrengt. Verlange ihm nicht zu viel ab. Und du, Chimpep, pass mir gut auf meinen Zettel auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Schön. Vielen Dank. So, jetzt. Oh, hey. Blödes Vieh. Wo hat er gesagt, wartet er auf mich? Oh, ei, ei. Ach, da ist er doch schon. Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs. Ich werde im hohen Gras ein bisschen mit meinem Memeon trainieren. Wir treffen uns dann am Pokémon-Labor, ja? Das ist das Gebäude mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball vorne drauf. Okay. Okay. Diesen. Wir holen uns mal hier diesen. Trank. Schnibbi. So, lass mal hier. Oh, da ist noch. Jetzt ist es weg. Da, Paraheiler. Oi, weg. So, mal die Schafe umgangen hier. Ganz flink. Ach, guck mal. Ein Glurak. Wir treffen uns im Pokémon Center. Oh. Du hast hergefunden, gut gemacht. Als ich zum ersten Mal nach Brassbury musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Ich hab's nicht so mit der Orientierung. Wenn man mit dem Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, was? Ohne Glurak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden. Danke fürs Herumlotsen, Partner.
Aber genug gequatscht, komm, lass uns reingehen. Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor Magnolica zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Tilion, was führt dich diesmal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist? Oder irgendein ähnlicher Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Hallo, Voldy. Na, mein Kleiner, danke, dass du mich immer sicher an mein Ziel bringst. Dieses Pokémon heißt Voldy. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Voldy hat mir schon oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal wieder verlaufen hatte. Und diese junge Dame dort ist sein Trainer. Niemand kocht schneller als sie. Hallo, so stellst du mich vor. Glaubst du, unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist ein Freifahrschein für blöde Witze? Dabei musste ich dir mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Voldy. Voldy, was weiß ich. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sanya, die Assistentin der Professorin. Du nimmst mich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im Text, das ist Zillis, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Würdest du ihm ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht. Eieiei, mehr Text als Spiel momentan. Kann ich mal loslegen? Sonst noch irgendwelche Wünsche, der Herr? Dieser Typ denkt immer nur an sich selbst. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft, wenn sein Kopf immer in den Wolken hängt. Oh, du hast ja auch ein Smart Rotom. So ein Smart Rotom ist schon was Tolles, besonders die Karten- und Dummy-Funktion. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können, außer Delion natürlich. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin Profi. Na, sieh mal einer an. Dann bleibt mir ja nicht viel mehr zu tun, als den Pokédex auf deinem Smart Rotom zu installieren. Schön, danke. Ach ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolica, meiner Großmutter. Könntest du bei ihr vorbeischauen und ihr sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2 aufhalten. Ja, gut. Alles klar, gehen wir doch mal. Hallo junger Pokémon-Trainer, tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Du warst doch gerade im Pokémon-Labor, oder? Dann hast du ja bestimmt auch einen Pokédex bekommen. Ich kann einfach nicht anders, als neue Trainer anzusprechen und ihnen etwas unter die Arme zu greifen. Hier, für dich. Toll, ein Dank. Vielen Dank. Ja, Tränke, bla bla. Alles klar. Wissen ist Macht, wer sich informiert hat, schon halb gewonnen. Sprich daher immer so viele Leute an, wie du nur kannst und lies genau, was auf den Schildern steht. Jojo. So, darf ich jetzt mal laufen? Laufen. So, was haben wir hier? Ne. Am Ende von Route 2, okay. Sanya hat den Pokédex auf deinem Smart Rotom installiert, stimmt's? Dann geht's jetzt richtig los. Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Aber jetzt werden wir bestimmt immer öfter in Kämpfe geraten. Schließlich wimmelt es da draußen nur so von wilden Pokémon und übereifrigen Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglich so ein Pokémon-Center auf. Alle Pokémon-Center sehen gleich aus, du kannst sie also gar nicht verfehlen. Komm, werfen wir mal einen Blick hinein. Mir nach! Ist das dein erster Besuch in einem Pokémon-Center? Nö, ich kenne mich schon aus. Na dann muss ich dir ja nichts mehr erklären. Nö. Wenn ihr echte Pokémon-Trainer werden wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gute Idee, danke. Zillis, ich gehe schon mal zur Route 2. Komm einfach nach, sobald du hier fertig bist. Ah ja. Gut. Haben wir das auch geklärt? Ohlala, hallo hübsche Frau. Oh, süß. Okay, weiter. Keine Zeit für sowas. So, dann bin ich hier. Obstladen.
Klamottenladen. Schön. Oh. Können wir alles später gucken. Ach, schon wieder. Sag mal, Zillis, für einen echten Trainer ist die Arena Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Die Arena Challenge. Ja. Du weißt nicht, was die Arena Challenge ist? Na, das ist dieser riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Der Gewinner hat gute Chancen, am Ende gegen den Champ anzutreten zu dürfen. Um sich für die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfehlungsbrief. Filion könnte mir jederzeit einen ausstellen, aber leider stellt er sich quer. Deshalb will ich jetzt die Professorin um Rat fragen. Du wirst doch bestimmt auch an der Arena Challenge teilnehmen, oder? Dann könnten wir uns beide gegenseitig anspornen wie echte Rivalen. Die Professorin wohnt am Ende von Route 2. Vergiss nicht, unterwegs ordentlich zu trainieren. Am Ende von Route 2 sind wir hier nicht an Route 2? Schlalalala. Route 2. Hey! Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Falls nicht, erkläre ich es dir. Wer einen Pokédex füllen will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Dillion? Jedes Pokémon gehört einem oder zwei Typen an und jeder Typ hat Stärken und Schwächen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass du dir ein Team von Pokémon zusammenstellst, die ihre Stärken und Schwächen gegenseitig ausgleichen können. Aber genug der trockenen Theorie. Ich bin schon ganz heiß darauf, dir zu zeigen, wie man Pokémon in der Praxis fängt. It's Champ Time! So. Schaut her. Ja, bis der den Pokéball ausgepackt hat, ist das Pokémon schon wieder verschwunden, ey. Toll, hast du das gemacht. Ich bin begeistert. Du hast einen Uhu gefangen. Du hast es sowas von drauf, Dillion. Hier habt ihr ein paar Pokébälle. Versprecht mir, dass ihr fleißig Pokémon fangt. Hier in der Gegend kommen einem die Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchten sie alle einen neuen Trainer. Wenn ihr einen Pokémon fangt, bekommt euer Team dafür übrigens auch Erfahrungspunkte. Stellt euch allen Trainern, die ihr unterwegs trefft, um eure Teams zu trainieren. Als Champ bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Wart's nur ab, ich werde in 0, nichts das allerbeste Team der Welt beisammen haben. Die Professorin wird den Mund vor Staunen gar nicht mehr zukriegen. Blablabla, ich habe aber noch keine Lust jetzt hier zu trainieren. Ich will erstmal jetzt hier. Ui, jetzt bin ich doch glatt dagegen gelaufen. Na gut, dann machen wir es mal gerade kaputt. Komm. Ah, komm, wir hauen mal den Kratzer hier auf den. Oh, übelst. Hat dem nichts abgezogen, ey. Ja. Der ist schon Level 7. Oh weia, Alter. Was ist los? Gleich ist mein Pokémon kaputt, ey. Eieiei. Los! Zack! Au, noch einmal und ich bin kaputt. Zack. So, gerade so geschafft. Boah, direkt hey, Level 8 geworden. So. Jetzt muss ich aber hier mal, warte mal raus hier. Geht denn das hier? Mein Beutel. hier, Trank einsetzen. Zack. Dankeschön, volle Energie. Und weiter haben wir noch hier. Speichern, Geheimgeschenke, Einstellungen, Karte.
Schön. Okay. Bist denn du für einer? Dein Wollkragenpulli da. Oh nee, er hat mich gesehen. Wenn sich die Blicke von zwei Pokémon-Trainern treffen, gehört es sich einfach zu kämpfen. Aber ich wollte doch zum Ende der Route 2. Timmy, fordert dich heraus. Timmy, setz Travail ein. So, Timmy, ich mach dich jetzt. Der hat Level 6, ein Pokémon. Ja, wir knüppeln mal wieder einfach hier drauf. Top. Direkt mal hey, 50% abgezogen. Schöne Sache. So, Zwergstöß. Und pop. Schön. Oh, der lebt noch. Nicht schön. So, nochmal. Zack. So, haben wir den auch nochmal weggeklatscht. Timmy hat verloren. Timmy hat verloren. Ich kann einfach nicht weggehen, wenn mir ein starker Trainer über den Weg läuft. Timmy, schön für dich. Ach, sieh an, weg. Oh, ein Pokéball, hol ich später. Oh, ein Pokéball, hol ich später. Och nö, schon wieder einer. Ach, Mädel. Wer niedlich ist, ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. Schön für dich. Görmaier fordert mich heraus. So. Zweigstoß. Zack. Boah. Sehr effektiv. Das ist schön. Dann wirst du jetzt mal gerade schön verlieren. Indem ich hier nochmal jetzt das Ding drauf hau. Boing. Und weg. So. Level 9 für mich. Hahaha, vielleicht sollte ich mein Motto überdenken. Das war auf jeden Fall keine starke Leistung. Ja, würde ich auch nicht gerade so nennen, dass das jetzt eine starke Leistung war. So. Da ist schon wieder einer. Hallo. Oh. Ich hab dem doch gar nicht in die Augen geguckt. Gegen Hopp hatte ich keine Chance, aber dich kann ich bestimmt besiegen. Okay. Leg mal los hier. Hast du für ein Level? Der Dennis. So. Kampf. Der hau ich auch nochmal so einen Zweigstoß rein. Dennis. Das ist nicht effektiv. Ja. Oh. Wo ist mein Beutel? Trank einsetzen. So. Zack, wieder voll. Und wir können weiterkämpfen. So, und zwar. Ja, Kampf. Das war nicht effektiv. Dann holen wir jetzt mal den Kratzer. Wir setzen den Kratzer ein. Och, der hat immer noch Energie. Ich glaub's nicht. Eieiei. So, nochmal Kratzer. Zack. So, da, gewonnen. Och, der werfe ich überhaupt was? Der hat noch einen. Oh Mann, ey. Das gibt's doch wohl nicht. Ah, komm schon. Zack. Schön, nochmal. Meine Energie wird knapp. Zack, weg mit dir. So, ich hoffe, der hat jetzt keine mehr.
Ach, gewonnen, schön. So, darf ich jetzt die Brücke passieren? Ich verliere wirklich gegen jeden. Egal ob gegen wilde Pokémon oder andere Trainer. Tja, dann würde ich mir überdenken, überhaupt Pokémon-Trainer zu werden. So. Kommen wir endlich mal hier. Schau mal, da ist die Professorin. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse des Dynamax-Phänomens gelüftet. Ha, ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin Professor Magnulica. Kommt nur mit herein.